Und es ist ein Jammer. Wurde das Sommermärchen 2006 wirklich vom DFB gekauft? Es sieht alles danach aus. Auch in anderen Sportarten häufen sich gerade die Skandale. Ganz aktuell Doping in der Leichtathletik. Ich finde es so traurig. Ich meine, wann gab es denn das letzte sportliche Großereignis ohne faden Beigeschmack? Wahrscheinlich waren es die Olympischen Spiele 1936. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Wolfgang Niersbach ist am Montag zurückgetreten als DFB-Chef. Warum genau? Dazu kann er leider keine Angaben machen. Der weiß ja nichts. Ja, der meint, weiß gar nichts. Seine Pressekonferenz vor 3 Wochen ist ja inzwischen schon legendär. Sie erinnern sich. Ich fand es richtig faszinierend, auf wie viele verschiedene Arten man keine Ahnung sagen kann. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit dachte, was sollen diese ständigen Zeitlupenwiederholungen? Und dann habe ich gemerkt, der Niersbach denkt wirklich so langsam. Ja? Niersbachs Nachfolger als DFB-Chef sollte auf jeden Fall ein besseres Gedächtnis haben. Das ist klar. Ne? Also gutes Gedächtnis und natürlich auch unbelastet. Gedächtnis und unbescholten, ja, vielleicht er hier. Ne? Nach Niersbachs Rücktritt verschiebt sich jetzt der Fokus der Aufmerksamkeit auf Franz Beckenbauer, seinen Buddy. Niersbach und Beckenbauer, doch, das sind ganz enge Freunde. Doch, doch. Die machen, was Freunde miteinander machen. Reden oder auch singen zum Beispiel. Bitte bim, ala bim, bomba, ala bio, ala bajo, ala bim, bomba, Mexiko, Mexiko, ra, ra, ra. Perfekt. Also die haben, wie das bei Freunden ist, ja, eine ganz eigene Sprache miteinander, ja? War es klingonisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wahrscheinlich eine Art Geheimsprache. Wahrscheinlich haben sie über irgendwelche dubiosen Verträge gesprochen. Und wir sollten es nicht mitbekommen. Es soll ja wirklich Franz Beckenbauer, ich kann es immer noch nicht glauben, ein Dokument unterschrieben haben, das dem früheren FIFA-Vize Jack Warner diverse Begünstigungen von deutscher Seite in Aussicht gestellt hat. Beckenbauer, die Lichtgestalt wird zur Zwielichtgestalt. Ich meine, das kann doch nicht sein, das ist doch der Kaiser. Das geht doch nicht. Ich kann es mir nur so erklären. Beckenbauer hat aus Versehen unterschrieben, was ihm dahin gehalten wurde. Ich meine, der Mann gibt den ganzen Tag Autogramme. Ja, wahrscheinlich war es eine präparierte Autogrammkarte, die sie ihm unter die Nase gehalten haben. Ja? Ja, und dann so ganz klein gedruckt mit Sternchen, Vertrag über Stimmenkauf WM 2006. So muss es gewesen sein. Alles andere will ich einfach nicht glauben. Liebe Zuschauer, es gibt auf jeden Fall noch viele offene Fragen. Ein paar Antworten kennt wie immer unser Statistikexperte Klaas Butenschön. Ja, Christian, uns hat zunächst das Amt des DFB-Präsidenten interessiert. Wir haben die Deutschen gefragt, wer soll die Nachfolge von Wolfgang Niersbach übernehmen? Darauf sagten 16% Lothar Matthäus. Dann gibt es neben Korruptionsskandalen wenigstens auch Sexaffären. 31% meinten, am besten einer, der wirklich von nichts gewusst hat. Sein Name ist Hase. Und 53% sagten, Goleo, wenn der mal die Hosen runterlassen muss, geht das schnell, er trägt ja keine. Tja. Mittlerweile konzentriert sich die Kritik in der WM-Affäre immer mehr auf Franz Beckenbauer. Wir wollten wissen, was glauben Sie, wie geht es jetzt weiter mit dem Kaiser? 21% sagten, er wird bald viel mehr Zeit mit Freunden verbringen können, zum Beispiel mit Uli Hoeneß. 35% meinten, Beckenbauer hat 2 Möglichkeiten, FIFA-Präsident oder die Hauptrolle in Der Pate 4. Und 44% sagten, ich finde, Franz sollte abdanken, aber nicht wie unser letzter Kaiser, da musste ja erst ein Weltkrieg ausbrechen. Und zum Schluss haben wir bei der FIFA in Zürich angerufen. Wir wollten wissen, was denken die FIFA-Mitarbeiter über den DFB? Und darauf sagten 100% der FIFA-Angestellten, also wenn jetzt schonungslos aufgeklärt wird und alle korrupten DFB-Funktionäre rausgeworfen werden, dann sehen wir für eine weitere Zusammenarbeit keine Chance. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas Butenschön. Ich meine, eines muss man mal sagen. Da sind wir uns doch einig. Sollte Beckenbauer wirklich für 6,7 Millionen eine komplette WM gekauft haben, dann wäre das ein absoluter Schnäppchenpreis. Und ja, natürlich, bei der WM hat ja auch alles wunderbar funktioniert.
wir haben nicht gewonnen. Okay, aber sonst, ne, das wäre das etwas größere Paket gewesen. Aber sonst hat alles funktioniert.